Yes! Brumm, brumm! Brumm, brumm, wie es bei Lohle meist. Brumm, brumm oder so. Erstmal Hallöchen, liebe YouTube-Freunde und Hallöchen, alle Leute im Livestream. Denkt dran, geht jetzt schlafen. Ja, ist schon spät wieder. Es ist jetzt für die YouTube-Leute 3.52 Uhr. Wir machen jetzt noch eine schnelle Fahrt. Rocken wir ordentlich die Straße entlang, ja, mit unseren schweren Tonnage sozusagen. Und so, ich wollte gerade Trailer was erzählen, aber damit ihr das auch mitbekommt, die YouTube-Leute. Ist ja wichtig für die Nation, für die Welt, fürs Universum, für die Galaxie, fürs Dasein überhaupt und allseits zeitbereit. Also, und zwar, vor der Weile hat uns der Trailer mal so einen Schlüssel geschenkt und wir wussten nicht, was machen wir damit. Harry Potter hat seinen Schlüssel, die Ghostbusters sind im Moment in Rente. Was machen wir jetzt mit dem Schlüssel, ja? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ich glaube, das war im Schlaf wieder diese geniale Idee. Anscheinend, wenn ich schlafe, habe ich geniale Ideen. Oder wenn ich auf dem Töpfchen sitze. Also das sind die zwei Orte, wo ich, da werde ich ein Überwesen, ja. Und das war im Schlaf ungefähr so hier. Ich hab's! Und da sind ganz viele Sternchen irgendwie so gekommen, ja. Und das ging um den Schlüssel. Und da dachte ich mir, Mensch, wir spielen einfach Pool um diesen Schlüssel. Ja, Trailer, was sagst du dazu? Wir machen eine kleine Meisterschaft, also so klitzekleine, ja. Und zwar alle, die über Rang 50 haben, also unter Rang 50 sind, also von 1 bis 50, die können mitspielen, ja. Und weil das ist dann so ein Zeichen, dass die anscheinend irgendwie mal öfters da gewesen sind, ja. Also Realtime-Liste bei Rebolo, die Realzeitliste, wer unter 50 ist, kann mitspielen. Und dann schauen wir mal, wer alles mitmachen will und dann spielen wir um den Schlüssel. Und der Gewinner, der kriegt dann diesen Schlüssel. So, und jetzt ist es so, sollte Trailer dann der Gewinner sein, dann gibt mir Trailer den Schlüssel zurück und wir spielen dann nochmal. Also das heißt also, für die, die mitspielen, gibt es zwei Schwierigkeitsgrade. Einmal mich zu besiegen und einmal Trailer zu besiegen. Weil wenn Trailer gewinnt, dann gibt er den Schlüssel wieder zurück. Scheiße, oder? Voll schwierig. Ist wie so ein Minenfeld. Wäre eine geile Idee. Also ich finde die Idee ganz gut. Mal gucken, was. Ich sagte vorhin schon zu den Leuten, mal sehen, was Trailer dazu sagt, ob er die Idee auch gut findet. Also ich finde die Idee sehr geil, muss ich sagen. Man spielt um den Schlüssel, ja, nicht einfach so verschenken, so hier hast du den, hier eine Mandy-Scheiße. Oder ja, erratet mal, was ist das hier so? Ja, und alle sagen dann, das ist natürlich ein Elefant, sieht man doch, ja, und dann hier hast du den Schlüssel gewonnen oder so. Finde ich ein bisschen zu einfach, ja. Oder was ist das hier, ja? Ja, und dann sagt der eine, ja, eine Brotmaschine und richtig, und hier hast du den Schlüssel gewonnen. Ich finde es, aber so muss er für den Gewinn noch arbeiten. Das finde ich immer sehr geil, wenn man dafür noch ordentlich arbeiten und schwitzen muss, ja. Das finde ich immer irgendwie geil, sowas. Hast den Bonus heute schon geholt? Ja, Gott sei Dank. Ey, wir haben jetzt die letzten Male immer den Bonus vergessen. Das ist voll doof, ja. Wir hätten jetzt schon 80 Millionen verdienen können, aber nein. Wir haben beim Billard. Die Zuschauer denken auch immer nicht, oder mit Absicht nicht mit, ja. Dass wir immer den Bonus beim Billard holen. Da müssen wir jeden Abend dran denken, wenn wir und so machen und so. So, jetzt erstmal starten wir rein. Wir können auch beim Fahren quatschen hier. Mhm, also umschalten, bitte. Danke. Und los geht's. Eben war es ganz schnell, es passiert gar nichts. Oh, Scheiße. Was ist? Was ist denn jetzt hier? Warte. Schnick, schnack. Für die Horde. Ja, Mann. So, gut, das haben wir hinbekommen. Oh, der Chat ist gerade zerschnitzelt hier, weil ich gerade hin und her gestellt habe. Ihr könnt mal so eine Testschrift machen, damit der Chat wieder richtig da ist. So. Manu, mach doch mal, Mann. So, arbeiten wir weiter für den Dackel. Wir müssen auf 180.000 kommen oder so. Änderungen am Spiel festgestellt zur Vermeidung möglicher was für Änderungen. Hat es ein Update gegeben oder so ein Scheiß? Sag jetzt nicht, ich bin schon wieder in Berlin. Ich meine, wäre nicht schlecht. Wir müssen sowieso noch Geld verdienen, bis wir. Ja. Zwei. Was? Ja, zwei. Meinst du das mit Updates wahrscheinlich? Kacke, lass mal gucken. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind tatsächlich wieder in Berlin. Die gute alte Heimat. Hier steht der große dicke Turm. Da steht er wieder, der große dicke.
Die können ja mal bei irgendeinem Update, können sie mal noch den Funkturm mit dazu machen. Wäre nicht schlecht, so ein kleines Funktürmchen noch irgendwo in der Ferne zu sehen oder so. Kann man Update, dasselbe ist die MP derzeit auch etwas rückständig. Ist eine Höhle mehr? Ist ja nicht schlimm, wir müssen ja sowieso... Dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Amsterdam und wenn wir Glück haben, wenn wir dort angekommen sind, haben wir dann vielleicht 180.000. Das heißt, entweder nach Magdeburg oder wir fahren nach Hamburg oder Leipzig. Schauen wir mal, uns hier nach. Wir müssen ja Hannover umfahren, da dürfen wir nicht hinfahren. Aber wir spielen ja, wir spielen ja hier nach einer Geschichte. Immer noch, man glaubt es kaum, ja. Die Geschichte läuft immer noch, die haben wir nicht vergessen. Nein. Wir spielen immer noch nach einer Geschichte unser ETS. Und in dieser Geschichte geht es praktisch darum, den nächsten LKW jetzt zu kaufen. Der ist aber nicht explizit das Wichtigste in dieser Geschichte, ja. Und wer Lust hat, kann da gerne mitvoten auf YouTube oder hier im Stream. Da muss man eingeben, Ausrufezeichen ETS2 und dann kann man voten und was gewinnen. Fantasiepreise. Wenn ihr richtig tippt, ja. Ich hoffe diesmal, dass ihr was gewinnt, dass ihr den richtigen LKW tippt für Rang 1. Oder ihr gibt ja nur noch zwei. Also ist weder der eine oder der andere. Wer richtig tippt, kann wieder was gewinnen. Fantasiepreise natürlich. Aber gigantische Fantasiepreise. Darauf muss man erstmal kommen. Okay, schauen wir mal erstmal, was so abgeht. Wir waren ja ziemlich todmüde, sind wir ins Hotel gefahren wieder mal. Künstlerisch haben wir uns mit der letzten schläfligen Tränendrüse ins Hotel geschleppt, kann man sagen, ja. Weil ich wieder mal bis auf den letzten Drücker sozusagen gefahren bin mit dem LKW. Zur Gefährdung des Straßenverkehrs. Aber dank durch meiner pro-wissenschaftlichen Technik, die ich drauf habe, habe ich es natürlich wieder mal bewiesen, sicher anzukommen. Logisch. Ich kann sogar ohne Benzin fahren, habe ich auch schon bekommen. Also, Diesel, ohne Diesel. Logisch. Gib erstmal frische Luft schnappen hier. Erstmal frische Luft schnappen. Bist du vom Bettchen zuschauen? Mach's gut, alles zusammen. Und schätze. Genau, Trailer, schlaf schön. Träum was Schönes. Oh. Es war ein schönes Tag. Oh, die Erde tut sich auf und die Horden der Finsternis kommen herausgekrochen, um der Welt zu sagen, ihr geht unter, wir herrschen jetzt. Wir sind die Macht des Bösen. Es gibt nur eine Lösung. Schließt euch Hypnos World an. Wir haben sogar eine eigene Tankstelle, richtig geil, oder? Wir haben eine eigene Tankstelle und unser Bett ist blöd. Dann würde ich mal sagen, machen wir einen kleinen Schwenk. Wenn wir schon in Berlin sind, wir machen jetzt noch keinen LKW-Check, den machen wir drinnen. Warum soll ich mich hier im Regen draußen hinstellen, um einen LKW-Check zu machen? Sehe ich so dämlich aus oder was? Nein. Wir fahren natürlich schön geschmeidig in die Halle, um dort brühwarm bei schöner Atmosphäre, Hallenatmosphäre, einen sogenannten Check zu machen. Na logisch. Dazu werden wir natürlich elegant, wie wir sind, hineinschwenken von hinten. Na dann, schön romantisch. Na, bitte mal den Scheinwische auf Stufe 1 stellen, danke. Was denn jetzt? Verstoß gegen die Ruhezeiten. Alter Schwede, Mann! Ich bin auf meinem eigenen Platz, ich kann ja so viel rumfahren und schnarchen, wie ich will. Hör mal auf mit deiner Strafe. Ich muss ein bisschen zügiger fahren, weil sonst... wo geht denn jetzt das Türlein auf? Da hinten? Na? Ah, jetzt, ja! Eine Insel. Komm ich da rum? Sieht ein bisschen eng aus. Aber ich sag mal... instinktmäßig perfekt eingeschwenkt, praktisch. Junge, selbst ein Fluglotse hätte mich besser nicht reinlotsen können. So, wir fahren natürlich durch. Wir wollen ja ein bisschen Nickerchen erstmal machen. Ja. Wir schlafen doch jetzt gleich. Und? Oh, hat aber wieder gedauert. Halt! Brrr. Scheinwischer aus. Motor aus. So, holt alle die Schlafsäcke raus, Leute. Wir schlafen heute mal. Und den Grill könnt ihr auch schon mal anschmeißen. Wir schlafen heute mal in unserer eigenen Halle. Ist ja auch angewärmt alles hier. So, Enter gedrückt. Schnarch, schnarch, schnarch.
Schnarch, 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 schnarch. Und der Tag erwacht. Mit einem leichten Kreuzschmerz wachen wir auf, weil wir haben natürlich auf dem Fußboden geschlafen mit unseren Schlafsäcken. Und das spricht natürlich nicht für eine warme, häkelige Schlafposition. Genau. Ich liebe Regen. Und Silent Peaks meint, ich liebe Reagan. Also nicht den Ronald, sondern halt den Reagan, der von oben kommt. Nicht den Ronald Reagan. Das ist jemand anderes. Der wohnt auch in einer gewissen Gegend. Nicht bei uns hier. Der Ronald Reagan sozusagen. Mann, ich mach das Kabel mal weg von der Tastatur und das schwingt immer zurück. Bist du ein Schwingkabel? So, lass uns mal in den Frachtmarkt reinschauen. Welche Taste muss ich drücken? Ich drück mal irgendeine Taste. Funktioniert nicht. Die Tasten. Drück doch mal jetzt hier. Was macht der jetzt eigentlich? Der rödelt die Platte hier rum. Schlafen aber auch nicht viel, oder? Ronald Reagan. So, Konzentration bitte, ja? Ihr müsst jetzt gleich wahrscheinlich die Frachtpapiere holen und ich muss aber erstmal gucken auf den Frachtmarkt. War ein bisschen anstrengend, ohne die Dienstmädchen zu schlafen, ist doch immer doch ein harter Schuh, muss ich mal sagen. So, was sagt die Leipzig, Hamburg oder Magdeburg, oder? So ungefähr. Ne, warte mal, Magdeburg? Oder nach Hamburg? Sieht schlimm aus. Was? Rohrstock. Zum Rohrstock wollen wir nicht. Äpfel nach Poznan. Poznan. Ne, das ist dann Polen. Malmö. Hört sich sehr verlockend geil an, aber leider auch das nicht. Helsingborg. Das ist auch da oben. So. Da, da, da. Hannover. Schade, dürfen wir leider nicht. Berlin. Dresden. Warte mal. Dresden. Dresden. Wir pokern nochmal. Sieht zwar sehr schnucklig alles aus, aber wir treiben es mal ein bisschen noch. Wir treiben es mal noch ein bisschen. Ne? Okay. Schade, haben wir so ein schönes Wetter und können leider nicht losgurken. Also Leute, könnt ihr euren Schlafplatz wieder gemütlich machen. Noch ein bisschen grillen und denkt dann, da müssen wir wieder ein bisschen uns auf die, in die Koje hauen. Okay, und los geht's. Grill, grill, grill. Grill, grill, grill. Fertig ist das Würstchen. So, schauen wir mal. Wir haben ja derweil jetzt schön gegrillt. Der Abend ist angebrochen. Oder besser schon die Nacht. Wir haben anscheinend bis in die Nacht gegrillt wieder. Das ist wieder typisch Hypnos World. Ja, da grillen sie wieder bis in die Nacht. Ja, man hat es auch nicht anders erwartet. Schauen wir mal rein. Während ihr alle schön noch am Grillen seid, leicht gemüdet, schaue ich schon mal in meinem PDA auf dem Frachtmarkt, ob wir los müssen. Ja, grillt mal derweil schön weiter. Ich muss derweil mal ein bisschen gucken, ob wir was kaufen, ob wir hier was fahren können. Nee, da wollen wir nicht hin. Malmö? Nein, Leipzig. Ja, das sowas war im Gerede. Ja, Leipzig ist auf jeden Fall schon mal die richtige Richtung. Helsing, Hannover, ja. Getze ist wahrscheinlich auch nach Polen, oder? Nee, oh, das geht nach Dänemark. Ich dachte, das liegt in Polen. Naja, schlaf ruhig weiter. Warte mal. Geräucherter Aal. Ja, fahren wir natürlich den Aal. Was war denn das andere? Aber Cosima, du musst Geld verdienen. Ruhig. Und dann Motoröl. Was kriegen wir denn da? 5.688. Und was kriegen wir für den geräucherten Aal? Was, 9.000? Was, 9.000? Weil das schnalle ich gerade nicht. Da kriege ich 9.000? Und da, ich dachte, ich habe nach Kohle, achso, ich habe nach Bestimmungsort sortiert. Ich wollte gerade sagen, hä? Normalerweise müsste das davor noch mehr Kohle geben. Achso, nach Bestimmungsort. Ja, sag einmal, hä? Natürlich einen geräucherten Aal. Ja, sag einmal, Luzi mal nochmal hier. Na los, geräucherten Aal. Oh, Mamma mia, stupido, hä? Das Schöne. Pass mal auf. Da werden von euch, könnt man dann wieder welche Frachtpapiere holen. Und dann schön, und ein paar von euch holen den geräucherten Aal. Oh, geile Sache, alter Schwede. Da fahren wir auf jeden Fall den geräucherten Aal. Scheiße, wenn wir da gar nichts für bekommen. Aber da kriegen wir sogar noch Fettkohle dafür. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Ja, sieht so aus. Mal los, Mann. Geräucherten Aal. Na, richtig geil. So, Leute, Schlafsäcke zusammenpacken, Grill ausmachen, Grill zumachen, rein in den LKW und los geht's. Der geräucherte Aal wartet auf uns. Achso, mal einen kleinen Check machen. Machen wir, wenn wir die Fracht haben. Machen wir einen Check. Wir fahren jetzt erstmal blauäugig zum Frachthof. Alle drin? Warte mal, noch zwei Nachläufer hier.
Nun gib mal ein bisschen Gas und mach's Licht aus in der Halle, damit wir nicht wieder so viel Stromkosten haben. Nun mach doch mal ein bisschen hier. Guck mal, wie sie wieder trödeln. Und mach den Grill bloß aus, Mann. Ich hab noch die Bude hier abfackelt, Mensch. Was ist da drin? Tür zu. Gut, geht los hier. Na also, wollen wir mal erst schimpfen hier. So, der Letzte macht die Tür hinten zu, okay? Warte mal, ich fahre ein Stück vor, dass er die Tür zumachen könnt. Und, Tür zu? Mach Tür zu da hinten! Mach zu die Tür! Na, ich fahre ein Stück vor hier. Ah, jetzt. Zu? Gut, denkt an abschließen. Hat er abgeschlossen? Gut. Hier, Senfglas. Senfglas sollte die Tür mal abschließen. Hat er gemacht? Ja. So, los, dann gib mal ein bisschen Gas, Mensch. Wir wollen zum Frachthof, Mensch. Was? Oh. So, mach Tür zu. Ja, ja, nun jammer nicht, dass du noch während der Fahrt einsteigen musstest. Nochmal Licht einschalten. Zack. Okay. Hier in Berlin tut uns keiner was. Da sind wir ja die Bosse hier. Ist ja klar, Mann. Der Mafia und so. Geht mit Hypnos Volt, geht da was. Was geht mit Hypnos Volt, geht da was. Wie jetzt? Bei uns geht nichts, wir fahren. Manchmal fliegen wir auch. Gehen tun wir nicht. Wir fahren oder fliegen. Mach mal los. Ich würde mal sagen, ich will noch eine Runde spielen. Silent Peaks wird mal reingehen. Und zwar schön angezogen als Mafia-Girl, ja, weil wir sind ja hier Mafia. Hier ist nichts mit kurzer Rock oder Mini-Rock und so ein Zeugs hier und ohne Slip und sowas. Das ist hier nicht, weil wir hier müssen wir Macht präsentieren. Ja, hier präsentieren wir sozusagen Macht. Das heißt, Silent Peaks wird sich mal als Mafia-Braut verkleiden und mal die Frachtpapiere holen. So, und Schneckle und Senfglas und Natalu, ihr geht mal rein und holt mal geräucherten Aal. Ja, Moment, ich muss mal Frauennavier weitermachen. Und zwar bringt mal mit, also geräucherter Aal, da läuft dann ja so richtig das Wasser im Mund zusammen, oder? Seid mal ehrlich. Dann wird schon der Mund ganz wässrig. Also, warte mal, gab es gerade Gebrauchtautos hier? Ja. Pass auf, geräucherten Aal bringt mal 20 Kilo, oder? Ja, mein Gott, ist geräucherter Aal. Also, holt mal hier Senfglas, Natalu und Schneckle. Ihr holt mal 20 Kilo geräucherten Aal. Kriegen wir locker, weil ich meine, ist ja unsere Stadt hier, ja. Wenn der jetzt der Lagerchef da eine große Schnauze hat, ihr braucht ja nur sagen, Hypnos Volt. Wenn der da eine große Schnauze hat, dann wird er sich nicht erlauben. Schon gar nicht in unserer Stadt hier. Hier kann man so richtig einen Hermann machen. Aber denkt dran, zieht euch bitte an, auch ihr drei, zieht euch bitte an wie Mafiosis. Also schön hier mit Nadelstreifenanzug und sowas. Schneckle auch hier schön Nadelstreifen, rockmäßig irgendwas Nadelstreifenmäßiges. Also schön Mafia-Brautmäßig. Und diese komische diese MG mit diesem Rundmagazin, ja. Macht ruhig einen harten, damit die gleich eingeschüchtert sind und nicht denken, dass sie eine große Lippe riskieren können. So, und schön, und dann sagt einfach, aber seid nett und freundlich, weil ich meine, mit einer MP kann man ruhig mal nett und freundlich sein. Und genau. Und holt mal 20 Kilo geräucherten Aal. Auf jeden Fall, Mann. Schneckle sagt, was willst du mit 20 Kilo geräucherten Aal? Ich hab doch gesagt, frag nicht. Ja, ich hab extra gesagt, frag nicht. Also, Mann, geräucherter Aal, da esse ich mich satt, bis ich platze. Keine Ahnung, geräucherter Aal, geräucherter Lachs, alles was geräuchert ist immer schön, oder? Ist so schön gesund vor allen Dingen. Ja, ist genauso gesund wie Chips und Schokoladeneier. So, und Solarium. Jetzt wäre ich beinahe noch hier gegen die Stange gefahren von lauter geräucherten Aal hier. Geräucherter Aal, das ist ja richtig Luxus hier, Mann. Wir fahren ja hier richtig Luxus. Was war das? 11 Tonnen, glaube ich. 11 Tonnen, ja. Wir fahren 11 Tonnen geräucherten Aal. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das wird eine richtige Edelfracht hier, Mann. Richtig geil. Gleich nochmal gucken. Ich glaube, das waren 11 Tonnen. Bin mir nicht ganz sicher, aber... 11 Tonnen geräucherten Aal nach Hamburg. Da werden sie wieder auf der Meile, werden sie wieder ordentlich wieder mal den Aal zucken lassen hier. Fuhlkosi, nein, ich meine den geräucherten Aal, ihr Ferkel, Mann. Und andocken, bitte.
Naja, ist klar. Wir fahren geräucherten Aal nach Hamburg. Na, logisch. Da werden sich die Mafiosis wieder, ja. Die Mafiosis und die Creme de la Creme wird sich da wieder ordentlich mit den Aal behängen, kannst du sagen. Ja. Und die kriegen unseren Aal aus Berlin, ja. Frisch von uns. Ja. Geräucherten Aal. Von uns. Also da können die sich glücklich schätzen, dass sie überhaupt Aal abbekommen. Normalerweise kann ich den ganzen Aal behalten. Ja. Für unsere Partys, die wir hier mal machen. Wir feiern hier fette Partys. Wir können den Aal auch alleine essen. Wir können froh sein, dass wir überhaupt Aal hinbringen. So sieht es schon mal aus hier. So, zeig mal nochmal rein. Ja, 11 Tonnen, sag ich da. Geräucherter Aal, 11 Tonnen. Wie viele Stunden haben wir Zeit? Restzeit, nächste Pause. Ne, warte mal, wir haben 4 Stunden. Was, 4 Stunden? Achso, der zeigt sogar die Stunden, Junge. Naja, seine Stunden sind nicht unsere Stunden. So, jetzt machen wir gleich mal einen Check hier. Geräusche. Ihr müsst da vorne noch ein bisschen warten, Schneckle, ja? Passt schön auf unseren geräucherten Aal auf. Schneckle, Senfglas und hier Dings hier. Ja, passt hier auf den geräucherten Aal auf. Nicht, dass da jemand kommt. Ich meine, ihr habt ja die Maschinenpistolen dabei. Ich glaube kaum, dass da einer kommt. Weil der wäre ziemlich bescheuert, oder? Das ist fast wie die Trolle bei uns, ja? Wir sitzen hier mit Maschinenpistole und die kommen mit dem Messer an. Völlig bescheuert. Kommt zu einer Schießerei mit dem Messer, ja. So, Achtung, ich muss erstmal jetzt, wir müssen mal einen Check machen. Also Licht geht auf jeden Fall, aber wir werden sicherheitshalber nochmal blinke rechts. Blinke links. Funktioniert. Standlicht. Normallicht. Oh, siehst du? Fernlicht geht nicht. Ich hab's ja gewusst. Ja, gut, dass er kommt. Stell mal vor, wir hätten jetzt Fernlicht gebraucht und unser Fernlicht wäre nicht gegangen. Haben die uns doch schon wieder tatsächlich, darf doch wohl alles nicht wahr sein hier. Ja, gut, dass wir alles kontrollieren, ja. Gott sei Dank, sage ich euch. So. Kann ja wohl alles nicht wahr sein. So. Fernlicht geht auch. Gut. Was dann? Warmlinklicht. Geht. Gut, schwenken wir gleich mal nach hinten. Weil der Auflieger muss ja auch gut, kann ja sein, dass der Lagerlehrling wieder die Dinger nicht richtig angeschlossen hat und dann ziehe ich dem gleich eine rein. Nein, natürlich nicht, aber der den Lehrling das richtig beibringen soll, den ziehe ich eine rein. Nicht den Lehrling, aber der dem Lehrling was beibringen soll, den ziehe ich eine rein. Naja, der kriegt voll den Lachs um die Ohren gehauen, Leute. Der stinkt nachher so nach Lachs, der Vogel, wird er sich auch nicht trauen. Ich meine, die sind gerade mit der Maschinenpistole drin gewesen. Ich meine, da wird er sich nicht trauen, den Auflieger nicht richtig anzuhängen, ja. Stell mal vor, wir kommen mit der Maschinenpistole den Lachs holen und der hängt den Auflieger nicht richtig an. Der muss ja Angst haben, dass er gleich erschossen wird. So, warmlinklich blinkt auf jeden Fall. Blinker rechts, blinker links, sieht gut aus. Wir wollen uns nicht so viel aufhalten hier. So, fahren wir erstmal nach vorne. Damit er nicht hier der Lachs eingeladen wird. Die stehen da schon mit ihren Lachs, ich kann gar nicht mit ansehen. So, einen kleinen Schwenk machen. Pro-mäßig. Ich hab's gewusst, dass wir links rum müssen. Aber ich fahre noch. Halt mal nicht drängeln da. Ich komm halt nicht vom LKW rennen. So, los einsteigen und pack den Lachs gut weg. Nicht, dass der ganze Bude hier stinkt. Sonst könnt ihr auch auf der Rampe hinten mitfahren. Und Sandea schlafschirm. Und schneckt er wahrscheinlich dann auch. Ich wiege mich jetzt auch in meine Decke. Träumt alle schön. Guck mal, jetzt machen sie alle gemütlich, um hier einzuschlafen. So, schlaft alle schön. Und geht schlafen, Mann. Geht ins Bett. So, eingestiegen, Tür zu. Gut. Und anschneiden vorne. Wir fahren nach Hamburg. Oh, warte mal, wir fahren ja nach Hamburg. Für die Jungs, denkt dran, Kondomtäschchen packen. Ja, ich hoffe, ihr habt eure Kondomtäschchen eingepackt, denn wir fahren ja nach Hamburg. Das heißt, die Jungs lade ich dann wieder auf der Reeperbahn ab. Mit dem Mädchen schauen wir mal, wo wir mit dem Mädchen hingehen. Ja. Für die Jungs, denkt dran an euer Kondomtäschchen, dass es schön aufgefüllt ist. Mit dem Mädchen müssen wir mal gucken. Wir werden wahrscheinlich vielleicht in eine Striptease-Bar für Männer gehen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Geil, Mann. Wir fahren nach Hamburg, Leute. Das ist ja richtig schick, würde ich mal sagen. Für die Frauen, denkt dran, wir müssen noch ein paar kurze Sachen mit dabei haben. Egal, wo wir hingehen. Wir wollen ja ein bisschen, ihr wisst ja. Versteht ihr? Das sagen wir den Männern aber nicht. Aber die Frauen, ihr wisst schon, dass ihr alles dabei habt. Bisschen Parfum. Parfum. Ein bisschen Schuhe, ein bisschen kurzer Rock und so, wisst ihr ja. Slip braucht er nicht und ein bisschen kurze Oberteile, also Transparenz und was war das gerade?
Hat da gerade einer genießt von euch? Hat da gerade einer genießt oder was? So, links rum müssen wir. Wieder da, Tizi. Alle gehen Bronas erscheinen. Ey, Bronas, Mensch! Wir haben heute ein bisschen Pool gespielt wieder und haben den Bronas gemacht. Und hallo, guten Tag. Nee, guten Abend. Herzlich willkommen, Bronas. Wir müssen Bronas noch zum Regulator machen. Warte mal, dann halte ich mal kurz an hier. Ich muss erst hier rum umbiegen. Dann machen wir dich zum Regulator. Also ein sogenannter Dementor, ja. Dann bist du ein Dementor und kannst dein Lieder requesten und so. Wenn du nicht weißt, wie das geht, das lernst du alles. Weißt ja, bei Hypnos World lernst du alles. So, warte mal. Wir machen einfach mal on the fly, machen wir mal kurz mal so hier. Weil jetzt ist Bronas gerade da, dann können wir das mal ausnutzen mit dem Regulator machen. Mensch, Bronas, du musst dir unbedingt jetzt unser LOL-Video ansehen. Da gibt es viele Neuigkeiten, sage ich dir. Da kannst du richtig Neuigkeiten über die Amateurmeisterschaft erfahren. Und. Und kannst dir ein Bild von Yami anschauen. Yami hat ein Bild gemalt. Ja, Mann. Das siehst du alles in dem Video bei LOL. Richtig geil. Für die Amateurmeisterschaft und so. Oh, ich glaube es. Und Silence Peaks macht gerade anscheinend einen Trailer oder so. So, Bronas adden wir erstmal. Du kannst jetzt aber noch keine Musik machen, weil wir gerade ausgeschaltet haben, weil wir ja gerade aufnehmen. Wenn wir aufnehmen, machen wir keine Musik, ist ja klar. Das haben wir ja alle gelernt hier. So, das. Da. Vielleicht kommen jetzt noch schöne Trolle, wäre auch nicht schlecht. So zur Nacht, so ein paar Nachttrolle oder so. Haben eigentlich Moderatoren denn noch da oder sind alle Moderatoren schlafen gegangen? Und on the fly geht's weiter. Schaffen wir noch? Noch ist rot. Grün. Los, gib Gas. Schaffen wir noch. Yes! Durch. So, jetzt fahren wir die Strecke, können wir ja gut, oder? Da müssen wir keine Fotos machen. Oder? War die Strecke? Ich meine, ist egal, wir werden schon was finden zum Foto machen. Aber lass mal geschmeidig eine schöne Fahrt. Nicht so viel rumstehen. Ja, einfach mal schön. Berlin, mach's gut. Einfach mal schön geschmeidig eine schöne Fahrt machen. Wie viele Kilometer haben wir? 297? Na, ist doch eine schöne, lockere Fahrt. Schön geschmeidig. Schön die Landschaft genießen. Vielleicht zwischendurch mal ein bisschen Epic-Modus, je nachdem. Aber sieht doch schon mal recht gut aus, denke ich mal. Na, Mann. Wir spielen in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr ETS. Ist das nicht toll? Wie der Zufall es so will, ja. Leider machen wir gerade eine Nachtfahrt, aber ist egal, wir haben Aal dabei. Warte mal, Kollege? Ah ne, wir müssen hier rum. Jetzt wäre ich beinahe gerade ausgefahren wieder. Und kommen wir rauf mit 11 Tonnen? Na logisch. Das waren noch Zeiten, als ich versucht habe, diese Auffahrt immer hochzufahren. Das waren dramatische Zeiten gewesen. Aber inzwischen sind wir Herr der Lage. Frau, Navi-Erweiterung bitte. So, danke. Spurwechsel. Blinker schauen, hier. Spiegel schauen, Blinker setzen. Lenken. Nicht schauen und lenken. Hallo? Ich habe eine. Was? Motoren bin noch da. Ups. Kursi, ich als deine zweite Moderatorin bin noch da. Nochmal, genau. Crafter, schlaf schön, träum mal schönes. Warte mal, und die drei neuen Mods nicht zu vergessen. Na, die sind da. Yami ist doch schlafen gegangen, glaube ich. Nee, Yami ist schlafen gegangen. Olli ist, glaube ich, auch schlafen gegangen. Und Parkour ist, glaube ich, auch schlafen gegangen. Ich glaube, die sind alle schlafen gegangen, Natalu. Die sind nicht mehr da. Na da dam da da dam. On the road again. Na 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 road again. Ich fahre hier so mit meinem LKW. Immer nur die Straße entlang. Yeah, jetzt geht es los. Ich schalte den nächsten Gang rein, dann geht's los. Ich fahre schneller und noch schneller. Na, 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 in meinem Keller. War mal wieder an eine Tanke ran, weil ich meine, wir haben eigentlich schon ein gutes Dingsbums, warte mal. 500 Meter, sagt die Barke da. Wir wollen mal schon mal einen Blinker setzen. Naja, lass uns mal tanken fahren. Tank ist immer gut, vielleicht sehen wir heiße Frauen und sowas. Warte mal. Gucken, dass nicht keiner wieder rechts neben mir fährt oder so. Und wieder mal noch Versicherungsschaden macht hier und so. Ich glaube, wir kriegen sogar eine gute Tanke. Kriegen wir eine gute Tanke? Ey, wir kriegen, glaube ich, eine gute Tanke, Leute. Nein, meinte wegen den Neuigkeiten, wegen dem LOL. Ach so, erzählst Bronas gerade, was so abgeht.
Ja, mein Spronos, du hast wieder so viel verpasst, Junge. Junge. Oh, eine geile Tanke. Ist ja richtig geil, Mann. Schicke ich Bronas gleich mal rein. Pass mal auf, Bronas. Du holst da mal die Schmuttelhefte. Warte mal, du kannst gleich mal einkaufen gehen. Aber erstmal, lass mich erstmal an die Preissäule hier kommen. Na, 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 na. Erstmal vorsichtig runterbremsen. Und da knurrt er ein bisschen. Und knurr mal hier nicht so rum. Brrr. Schauen wir erstmal, was die Preise hier sind. 1,55 für Benzin, Diesel 1,46 will der uns abgreifen hier. Ja, ist ja ein bisschen hoch. Ja. Aber gut, wir sind heute mal wir haben heute mal die Spendierhosen an. Ja, wir haben heute mal Spendierröckchen an. Werden wir mal ein bisschen tanken. Bei mir neue Blutkonserven und Energies mitbringen. Ich bin eh so voll, dass ich es morgen wahrscheinlich vergessen habe. Ach du Schande, Bronas kommt besoffen hier an. Der macht einen auf Natalum. Wo fährst du eigentlich hin? Mensch, Bronas, was sollen wir bloß mit dir machen? Ich muss erstmal elegant einschwingen. So, Bronas, ist aber egal, du musst trotzdem einkaufen gehen. So, Achtung. Wir fahren, achso, für alle Jungs, denkt dran, Kondomdächchen bereithalten. Wir fahren nach Hamburg, ja, nach Hamburg. Und ich lade die Jungs dann auf der Reeperbahn ab und wir Mädchen müssen mal schauen, was wir machen. Erstmal mal den Motor aus. So, Bronas, du gehst mal rein. Ich brauche sechs Schmuddelhefte von den großen, Limited Edition gibt es hier. Dann sechs kleine Hefte, Schmuddelhefte. Dann bringen wir mal wieder mit eine doppelte Portion Pommes mit Mayo. Dazu zwei Currywürste, schön scharf. Und noch eine Bulette. Gut, die Mama, die wird aber noch dicker. Ja, ich weiß, ich muss aber auch schwer ackern hier, ja. Also gönn mir das mal. Und wie gesagt, Bulette schön scharf, zwei Currywürste schön scharf und eine schöne doppelte Portion Pommes. Lass schon das Wasser im Mund zusammen. Und für später bringen wir mal noch zwei Kirschstreusel mit. An der Tankstelle gibt es hier alles. Das sind die großen Tankstellen, da kriegst du das ganze Zeugs alles. So, achso, und zwei Becher Kaffee mit Deckel bitte, ja. So, zwei Becher Kaffee mit Deckelchen. So, nun Dackel ab und halte ich gerade und bring das ganze Zeug bitte. Und ach, und hier für Natalo bitte noch, und bring mal noch, wir fahren bis Hamburg. Bring mal drei Blutkonserven noch für Natalo mit. Ja. Drei dürften bis Hamburg reichen, denke ich mal. Bruna schreibt immerhin, fahrt ihr zu mir nach Hause. Guck mal an. Brunas ist doch kein Hamburger. Du bist doch kein Junge von der Waterkant, oder? Bist du ein Wasserkopf? Also ich muss noch tanken. Oh, da, ich muss ja noch tanken. So, warte mal. Ist der Bronas ein Wasserkopf? Ist er ein Hamburger? So. A0 negativ, nicht vergessen. Aber wir tanken erstmal für einen 10er. Zeig mal, ist schon voll die Kiste hier? Ne, wir mal ein bisschen nachlehnen. Dann tanken wir für einen 20er, oder? Lass uns einen Fuffi tanken. Lass uns mal für einen Fuffi rinhauen. 31 Gesamtpreis. Ich gucke die ganze Zeit auf die Literzahl, Mensch. 31, lass mal einen Fuffi rinnen. Warte mal, nicht so hastig hier. So, der guckt schon, der Tankwart. Der denkt, was macht denn die damit? Was macht die denn da? Warum tankt denn die jetzt nicht voll? Na gut, dann tanken wir voll. Der Tankwart, der guckt schon so komisch. Ich guck mal rüber. 320 Euro, Junge. Junge. Der Tankwart ist mein bester Freund. Hui, wie der sich freut, wenn ich komm. Ich geb Gas. Nee, der Tankwart ist mein bester Freund, weil ich so viel immer tank. Ich tank ein. Ja. Mein LKW fährt 310. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich geb Gas. So, ich fahr mal ein Stück vor, dann kann auch Bronas nicht so komisch laufen, da, weil er ein bisschen angesoffen ist. Weil der. Was war das gerade für ein komisches Geräusch? Hört sich gerade einen Haufen Ameisen überfahren oder so. So, dann braucht. Da hat schon wieder einer gehustet gerade. Aber wer hustet denn von euch? Wir spielen doch hier nicht Skyrim, sag mal. So, Bronas, gib mal ein bisschen Gas und pass bloß auf bei der Tür da. An den Pauls. Früher konnte ich mich an den Pauls nähren, jetzt muss ich mich schon Blutkonserven voll tun. Achso. Und na klar ist Zwonas aus Hamburg.
Fischköppe. Ja, Mann, Fischköppe. Das sind Fischköppe. Echt alles? Was? Die ganze Wohners-WG sind Fischköppe? Nee. Da muss da irgendwie noch ein Schwede dabei sein oder sowas. Oder ein Norweger. Habt ihr nicht was mal erzählt von Norwegen oder Schweden oder sowas? Ein alter Schwede oder so? Oh, Brunners, mach die Tür zu mal. Das hat der fast. Mach mal die Tür zu. Sag mal, Brunners, komm drin, mach die Tür nicht zu. Das hat was beinahe noch die Tür abgefahren. Mach mal die Tür zu, Mensch. Der hält seinen Kopf nicht aus. Das sind die Fischköpfe wieder. Die fahren bei offener Tür, sag ich dir. Das macht mich jetzt aber neugierig. Warte mal. Wie, Brunners kommt aus Hamburg? Ich geb Gas, ich will Spaß. Mein LKW, der fährt rein. Mein Volvo, der fährt 310. Schwupp, die Polizei hat's nicht gesehen. Ich geb Gas, ich geb Gas, ich geb Gas. Der Tankwart ist mein bester Freund. Hui, ich hab 320 Grad bezahlt. Lalala, na 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 na. Sven hat eine Zeit lang in Schweden studiert. Ach so, aber eigentlich sind wir nordisch. Nordisch by nature, hä? Oder anders, nordisch by nature, ja? Nordisch by nature. Guck mal kurz, sie kann ja doch Englisch. Nein. Nordisch bei Nature. Nature ist sowas ähnliches, ist auch sowas Sexuelles. Das ist so, wenn du bei Google gibst du ein Girls, dann N-U-D-E, also Nude, und dann Galerie. Ja? Du musst bei Google eingeben Girls oder Boys oder besser gib dir ein Schemales, also Schemales oder TS, nee, gib mal Schemales ein. Schemales. Also S-H-A-M-E-L, irgendwie so, Schemales, wisst ihr ja? S-H-A-M-E-L-S, Schemales. Und dann gibt er dazu einen dahinter, Nude, ja, also N-U-D-E und Galerie. So, und dann habt ihr viel Spaß. Da, 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 da. Ich bin ein kleines Ferkelein, Ferkelein. Nee, warte mal, bleibt mal in der Mitte gleich. Ja, machen wir ein bisschen, nicht zu schnell, weil hier ist noch ein Blitzer, glaube ich. So, das heißt, die Swonas, ich bin, warte mal, natürlich bin ich bin ich doch kein Anfänger. Und die Swonas WG sind also Fischköppe. Irgendwann in meinem Leben, irgendwann, wenn ich mal älter bin, also... Ich muss gerade ein kompliziertes Manöver. Ich hab's gewusst, du Pfeife. Fahr doch mal, aber was lungerst du eigentlich neben dem LKW rum? Du weißt wohl nicht, wie gefährlich LKWs sind. Ich reg mich gleich schon wieder auf, Mann. Du hast Glück, dass ich Aal an Bord habe. Ja, dass ich geräucherten Aal. Sonst hätte ich mich jetzt über dich wieder aufgeregt. Aber dank des Geruches des Aals, der leider wieder mal nicht richtig verpackt wurde hier in der Kabine, ja, und die ganze Kabine nach geräucherten Aal stinkt, bin ich glücklicherweise jetzt nicht so in der Lage, mich aufzuregen über euch Pappnasen da, eurem Steuer da, ihr Fahranfänger. So, ja, das ist für LKW-Fahrer ist das schlimm, diese PKW-Fahrer, weil die können alle nicht richtig fahren, ja. Wenn du LKW-Fahrer bist, das hältst du im Kopf nicht aus. Wenn du mal diese ganzen PKW-Fahrer siehst, wie die an ihren Lenkrädern rumrudern und noch nicht mal klarkommen mit ihren kleinen PKW da, ja. Da kriegst du als LKW-Fahrer, kriegst du die Krise, sag ich euch. So, das ist voll schlimm. Vor allem, wenn du die dann einparken siehst. Ja, mit ihren kleinen PKWs. Da versuchen sie mit ihren kleinen PKWs einzuparken. Das ist schlimm. Das ist total schlimm. Ja, so, jedenfalls so. Ein Paul. Lass mich mal philosophieren weiter. Also, die Fischköpfe. Die Swonas-WGs sind anscheinend Fischköpfe, was ich schon mal sehr geil finde. Aber die sind dann auch prädestiniert, ferkelig zu sein. Denn ihr wisst ja, die Hamburger haben die Reeperbahn. Und da geht es manchmal nicht so mit ganz rechten Dingen zu. Ja. Sehr schön auf jeden Fall die Reeperbahn. Ihr wisst ja, auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Ob du ein Mehl hast oder auch keins. Denn das findet sich. Na, 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 na. Auf der Reeperbahn nachts um halb eins. Wer noch niemals in lausiger Nacht einen Reeperbahn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht, denn er kennt dich nicht. Auf der Reeperbahn nachts um halb acht, halb sechs oder so. Na, da, ich muss es eigentlich tiefer singen, oder? Ich muss es so. Auf der Reeperbahn. Also, nee, ist schon zu spät. Das muss ich morgens singen. Da habe ich eine tiefere Stimme. Da kann ich so ein bisschen Hans Albers-mäßig machen. Das muss ich morgens singen. Da kriege ich das hin.
Da kriege ich auch den Till Lindemann hin. Morgens kann ich auch den Till Lindemann. Ich hätte fast Till Schweiger gesagt. Was ist denn das, ein Bulle? Da fährt ja ein Bulle. Seit wann fahren hier denn Bullen? Da fährt ja ein Bulle. Habt ihr das gerade gesehen? Da fährt ein Polizist. Seit wann fahren, das muss jetzt mit diesem Update gekommen sein. Hier fahren ja Polizisten jetzt. Das ist ja fast wie bei ATS hier. Was ist denn das jetzt gewesen? Na, das ist ja ein Ding. Da ist gerade ein Bulle vorbeigefahren. Also ein Polizist, sagt man, ja. Bulle darf nur ich sagen, weil ich bin ja von der Mafia. Aber ihr müsst natürlich Polizei sagen. Also richtig wird es natürlich ausgesprochen. Da ist ein Polizist vorbeigefahren. Ja. So, lassen wir nochmal zu der 200-WG kommen. Ich will das mit der Hamburger Schnute dann nochmal, oder? St. Pauli bei Nacht. Ganz genau. Das war früher mal. Ich mag dieses Lied, ja, mit Hans Albers. Ich kenne sogar Hans Albers Filme. Die kenne ich sogar. Ja, Mann. Logisch kenne ich Hans Albers Filme. Ja. Und voll geil, der Junge. Und ist ein richtiger Hamburger Junge, hä? Ist ein Lütter Hamburger Junge, der Hans. Logisch. Der Hansi. Und was wollte ich noch sagen? Also, ich muss auf jeden Fall einmal in mein Leben auf diesen Hamburger Fischmarkt, aber der ist zwar nicht mehr so, wie er früher mal war, vor 30 Jahren oder sowas, aber ich würde gerne mal nach Hamburg. Ich bin einmal nur durchgefahren, als ich bei meinem Kumpel in Haftkrug war. Also ich war ja eine Zeit lang, habe ich ja Musik gemacht mit einem Kumpel und so, der hat Schlagzeug gespielt, ich habe ein bisschen an der Gitarre rumgezupft und so. Und Anna hat noch Bass so ein bisschen gespielt. Und da musste ich immer nach Haftkrug, ja. Und wo Haftkrug ist, ist auch Timmendorfer Strand und Scharbeutz. So, da waren die so. Das war so denen ihre Ecke. Haftkrug, Timmendorfer Strand und Scharbeutz. Da gab es schöne Frauen übrigens, ja. Die Männer habe ich jetzt nicht so beachtet. Aber da gab es auf jeden Fall schöne Frauen. Schöne Gegend. Haftkrug, Scharbeutz, Timmendorfer Strand, sage ich mal. Timmendorf, Haftkrug, Scharbeutz. Schöne Gegend. Dann hat mich noch mein Kumpel nach Lübeck gefahren, sehr geil, da steht ja auch das Lübecker Tor, was früher auf dem 50-D-Mark-Schein war, sehr geil, habe ich dann auch endlich mal gesehen. So, und dann sind wir irgendwie nach Neu, irgendwas mit Neu-Dingsbums gefahren. Und da sind wir, glaube ich, durch Hamburg durchgefahren, bin mir nicht ganz sicher, wir sind nach Neu, was ist denn Neustrelitz jedenfalls? Nicht, Neustrelitz ist irgendwie von hier bei uns irgendwann in der Nähe. Irgendwas mit Neustadt oder sowas, keine Ahnung, wir sind jedenfalls durchgefahren durch Hamburg und da habe ich aber geschlafen leider. Ich habe also von Hamburg gar nichts gesehen, leider. Und in Lübeck gibt's ein geiles Musikgeschäft. Da kannst du schön hinflezen und kannst schön Musik machen. Voll geil. Also Lübeck, wer noch nicht in Lübeck war, fahrt mal nach Lübeck. Lübeck ist eine wunderschöne Stadt. Ja, wunderschön. Gefällt mir da. Und fahrt mal auch nach Timmendorf und nach Scharbeutz und nach Haftkrug. Schöne Gegend. Schön gemütlich, schön locker da, schön easy, wenig Stress und so, schön Strand. Schön schwimmen und so. Kannst auch schöne Touristenzeugs kaufen hier. Artikel. Nicht Terroristenartikel, sondern Touristenartikel. War eine schöne Zeit. Weil ich war immer gerne da. Scharbeutz, Haftkrug, Timmendorfer Strand da. War eine schöne Gegend. Ja. Und in Kiel war ich auch schon. Kieler Woche. Da war ich noch nicht, aber ich war in Kiel. Aber da war leider nicht die Kieler Woche. Sehr ärgerlich. Hat mich sehr geärgert. Und dass ich niemals auf der Passat drauf war, das hat mich auch geärgert. Fährt mich mein Kumpel extra, dreimal sind wir hingefahren und jedes Mal war die Passat wegen Umbauten und irgendeinem anderen Scheiß war die zu gewesen. Und auf dem Wasser draußen hat die euch Rock gelegen. Und ich war nie auf der Passat. Ich möchte einmal in meinem Leben, möchte ich gerne mal auf die Passat und ich möchte einmal in meinem Leben nach Hamburg irgendwie. Und bring Yami mit. Warte mal, also wenn du mal nach Hamburg kommst, sag Bescheid und wir zeigen dir die Stadt. Hamburg. Zeig mal, ja, warte, da ist die, mein Putz. Nadi, magst du mal das Video sehen, was ich in einer Stunde gezaubert habe? Oh, ich glaube, Silent Peaks hat jetzt anscheinend den Trailer für diese Amateurmeisterschaft fertig oder so. Und dann dürfen natürlich auch kommen. Hamburg. Aber ihr wohnt doch jetzt gar nicht in Hamburg, oder? Ist eure WG in Hamburg? Ich dachte, die ist woanders irgendwo. Keine Ahnung.
Wo habe ich eigentlich gedacht, wo ihr seid? Seid ihr echt in Hamburg? Echt jetzt? Ihr wohnt in Hamburg? Ist ja geil. Die wohnen in Hamburg. Das heißt, die können sich den ganzen Tag die großen Schiffe angucken. Ist ja scheiße. Und ich nicht. Ich würde mir gerne mal in Hamburg diese großen Schiffe ansehen. Das sieht bestimmt geil aus. So eine typische Touristenrundfahrt mit dem Schiffs, mit der Gondel da. Schon eine Schiffsrundfahrt. Und dann sagt da der Gondelführer da, ja, meine Damen, schauen Sie mal hier schön. Oder wie so in Hamburgisch da reden. Schauen Sie mal hier die großen Schiffe, hä? Zu eurer Rechten, zu eurer Linken, hä? Große Dampfer hier. Muss bestimmt geil sein. Ich würde gerne mal diese Schiffe alle sehen. Die müssen ja gigantisch aussehen. Ich kenne Tretboote, kenne ich. Tretboote kenne ich. Ich glaube, so ein Schiff in Hamburg da ist ein bisschen größer wie ein Tretboot. Und ein Ruderboot kenne ich. Habe ich in Schweden schon mit rumgerudert. Aber das, glaube ich, kommt an die großen Schiffe in Hamburg nicht ganz ran oder so. Mann, ich kann labern. Seid mal ehrlich, was ich alles zu erzählen habe. Böse, aber gut. Warte mal. Ja, nur mal etwas probiert. Alle anderen dürfen... Also mein bester... Warte mal, ich muss aufpassen hier. Also mein bester Freund meinte, ich darf nicht nach Hamburg. Böse Stadt und so. Na, Hamburg hat aber noch... Ich habe ja mal eine Ex-Freundin von mir. Ja, eine Ex-Freundin von mir. Hört sich jetzt komisch an. Ja, die hat hier mal in Berlin gewohnt. Jetzt wohnt sie ja nicht mehr, also ist eine Ex-Freundin, ja. Die ist ja nach Hamburg und sie wohnt aber im Umkreis. Also sie meinte, Hamburg ist in drei Ringe unterteilt oder sowas, habe ich gelernt. Und sie wohnt wohl im zweiten oder dritten Ring oder sowas. Also sie wohnt nicht direkt in der City. Sie meinte aber, die Umgegend ist auch sehr schön in Hamburg. Also Hamburg ist wohl in drei Ringe unterteilt oder so. Irgendwie hat sie mir da mal was mit Ringe erzählt. Hamburg und Ringe oder so. Und sie wohnt ein bisschen außerhalb von Hamburg. Ja. Cool, oder? Also Hamburg würde ich schon mal gerne. Ey, zieh Leine mit deinem PKW, Mann. Du siehst doch, dass hier gerade ein LKW eine Kurve fährt, Mensch. Jetzt fährt ja tatsächlich auch noch die Polizei bei ETS. Ist ja geil. Das finde ich, das ist ja eine geile... Das muss mit dem Update zu tun haben. Also glaube ich. Ich meine, muss ja... Wo soll sonst die Polizei herkommen? Also wahrscheinlich jetzt mit dem Update, den er vorhin gemacht hat, diese paar Sekunden, was uns nach Berlin geschickt hat, hat da wohl dazu geführt, dass wir jetzt Polizei hier haben. Achtung, ich muss aufpassen beim Fahren jetzt. Wir wollen ja schließlich keine Toten verursachen. Oder nee, warte mal, wir bleiben mal in dieser Spur, wir müssen gleich wieder abbiegen. Sind wir ja gleich da, war ja eine schöne Fahrt, oder? Seid mir ehrlich, noch ein bisschen gequatscht hier und so. Aber Bremen kann doch nichts. Was, Bremen? Mein Bester, warte mal, Bremen, ich muss ja aufpassen. Also der Hafen bei Nacht am Elbstrand, das ist unfassbar schön. Oh ja, bestimmt so Hafen. Schön mit Beleuchtung und so. Dann hörst du noch so. Dann hörst du so im Nebel der Ferne hörst du. Du hörst wahrscheinlich so die großen Dampfer so. Vielleicht gibt es sogar irgendwo einen Leuchtturm. Da gibt es bestimmt auch irgendwo einen Leuchtturm, der dann so... Und der Nebel zieht auf. Und einer erzählt am Wasser eine Geschichte. Es ist jetzt gleich 12 Uhr. Genau vor 100 Jahren. Willkommen Hamburg! Genau vor 100 Jahren ist genau hier an der Küste ein Schiff ans Ufer geschellt. Ja... Alle ertranken bei dem Versuch, ans Ufer zu kommen. Und seitdem gibt es praktisch diese Legende, von dass sie eines Tages mit dem Nebel wiederkommen. Na? Aus welchem Film ist es? Und bei uns wärst du in guten Händen? Uns ist in guten Händen. Na klar, hier Bronas und seine Leute sind bestimmt richtige Schlawiner, sage ich euch. Bestimmt so eine richtige Hamburger Schlawiner, sage ich euch. So eine abgebrühten. Vor allem die Hamburger sind abgebrüht. Das hast du ja neulich gemerkt, wo Bronas mit mir Billard gespielt hat. Da hat er mich hamburgermäßig abgebrüht, abgekocht, kannst du sagen. Naja, die Hamburger sind abgebrüht. Naja, da musst du aufpassen. Die sind abgebrüht, sage ich dir. Aber geil abgebrüht, kannst du sagen. Ja, Mann. Ich
muss unbedingt mal ein paar Hamburger kennenlernen. So. Oh, guck mal. Oh, was ist denn hier los? Ein Volksauflauf? Was ist denn hier los? Nicht du, geh weiter. Dich halt nicht angepfiffen. Hier, ja, oh, ist er weg, scheiße. Warte, Achtung, Zebrastreifen gucken. Frauennavierweiterung. Hey, du da. Hallo, Süße. Wie sage ich denn auf Hamburgerisch? Hey, Göre, komm mal her. Wie heißt denn die? Wie sagt man auf Hamburgerisch? Ich muss ja ein paar Hamburger fragen. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der richtige Volksauflauf hier. Was ist denn hier los? Ah, Dürn, Hamburger Dürn. Hey, Dürne, willst du eine Birne? Hamburger Dürn, willst du eine Birne? Hier, Dürne. Nicht Dürne, ich glaube, das ist ein schmutziges Wort. Hey, du da nicht, blaues Bub, geh weg. Hey, Dürn, willst du eine Birne? Wollt ihr ein Stück mitfahren? Wir fahren zum Frachthof. Ich kann euch auch mit ins Hotel nehmen. Habt ihr gesehen, da war ein Hamburger Dürren war da gewesen. Oder wie man die nennt. Eine Hamburger Dürren. Oh Hamburger Dürne, oh Hamburger Dürren. Du musst mir verzeihen, drei Löcher sind frei. Ja, das war jetzt gemeint. Da 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 da. Na 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 na. Ich bin na 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 na. La 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 la. Oh Hamburger Dürne, oh Hamburger Dürne. Du musst mir verzeihen, meine Löcher sind frei. Da 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 da. Mach mal Platz hier. Hier kommt Kot. Ohne Helm und ohne Gurt. Ja, aber die meisten, warte mal. Ah, jetzt kann ich schön lesen. Aber meinem besten Freund vertraue ich blind. Und wenn der mir sagt, Hamburg ist böse, dann wird das schon so seine Richtigkeit haben. Außerdem soll Bremen eine schöne Stadt. Aber Natalu, du kannst doch Bremen nicht mit Hamburg vergleichen, Natalu, Mensch. Bremen, das sind die Stadtmusikanten. Das ist wieder eine ganz andere, da wird gevögelt, Mensch. Da vögeln die. Also in Bremen wird gevögelt und in Hamburg wird gerudert. Das ist praktisch fast das Gleiche, aber halt eine andere Stellung. Verstehst du? In Hamburg wird gerudert. Und in Bremen wird gevögelt. Ja, also. Aber sexuell gesehen ist das natürlich fast das Gleiche. Ja. So, oh, guck mal hier. Schöne Stadt. Das ist eine schöne Stadt. Jupp bei die, jupp bei da. Die auch viele Seemänner hat. Jupp bei die, ja da. Der Seemann, der ist missgestimmt, weil die Alte ihn nicht ranlässt. Jupp bei die, jupp bei da, jupp bei die, jupp bei da. Am Text muss ich noch feilen. Hamburg ist eine schöne Stadt, jupp bei die, jupp bei da, die auch viele Seemänner hat, jupp bei die, Alter. Na, da, ich bin in Hamburg, an der Waterkant. Und Natalu lacht schon wieder, warum lacht die denn jetzt schon wieder? Warum lachst du denn jetzt schon wieder? Hier gibt's gar nichts zu lachen. Hier gibt es nichts zu lachen. Na, da, na, da, na, da. In Hamburg sind die Nächte lang, so wie meiner. Da 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 da. Die Nächte sind so lang. Bum bum bum. Komm Mädchen, lass mich ran. Ich bin ein Hamburger Mann. Na 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 na. Ich will an dich ran. Bam bam. So. So, pass mal auf, Bronas ist ja ein bisschen, damit man hier ein bisschen wieder wach wird, der Junge, weil er ein bisschen zugedröhnt. Du gehst mal die Frachtpapiere abgeben. Na, 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 na. Ich bin ein Hamburger Mann. Ich nehme mir alle Frauen ran. Da, 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 da. Ein Hamburger Mann. So. Ich pack natürlich Pro hier ein, denn ich bin ein Pro-Pro-Schwein. Lalala. Hat er das gemacht? Wo denn? Ich sehe gar nichts. Ich muss mal kurz raus. Ich sehe gar nichts. Willst du mich verscheißern? Wo ist denn hier die Parkdings? Jetzt los. Nochmal? Ich hab doch Pro gemacht, du Pfeife. Bestätigen. Habe ich doch alles gemacht. Willst du mich jetzt vereiern, Mann? Da jetzt. Das war auch ein gesoffen, so wie Bonus. Für die erste Bundesliga gebe ich dir vollkommen recht. Ach, Fußball, Mensch, Hamburg. Hamburg ist doch nicht Fußball, Mensch. Hamburg heißt Wasser, Frauen, Party, Waffen, Drogen und noch Fische und Mensch, das Hamburg, Mensch, das ist eine Weltstadt. Da kommen die Schiffe von der ganzen Welt kommen dahin. Du kannst doch nicht mit Bremen und Fußball vergleichen, Mensch. Mensch, Hamburg ist doch mehr als nur Fußball und Bremen und Mensch. Das ist Hamburg, Leute, Menschen. Kommt mal wieder zu euch da, Mensch.
Ich? Mann, das ist eine Weltstadt. Hier gibt's Kräne, große Schiffe, Passagierschiffe und das gibt's in Bremen alles gar nicht. Und Fußball, was ist Fußball? Kannst du mit Hamburg nicht vergleichen, Mann. Hamburg ist eine große Stadt, die auch schöne Frauen hat. Na, 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 ja, ich bin ein Hamburger Mann. Also jeder weiß, dass Gladbach die schönste Verein ist. Schönste Verein. Grüße nach Bremen kommen auch mehr Metal-Bands als nach Hamburg. Ja, aber die kommen aber mit dem Schiff über Hamburg an. Die kommen aber über den Schiff nach Hamburg. Über mit dem Schiff über Hamburg kommen sie dann nach Bremen oder so. Ja, Mann. Erzähl mir doch nichts, Mann. Erzähl mir nichts. Ich weiß Bescheid, Mann. Hör mal auf. Oh, ich kann ja meinen Einpacktrick nicht machen. Ich glaube, das ist ein bisschen eng hier. Aber wir probieren es. Wir sind ja Pro-Leute. Aber die rückt mal den Zaun noch ein Stückchen zurück. Ich will ein schönes Hamburger Lied singen. Komm doch, süße Kleine, sei die meine, heute Nacht. Ich bleib von morgens früh um 10 bis halb abends um 8. Ist es dir recht, ja, dann bleib ich auch sogar bis früh um 10. Doch, mein Schatz, ja, dann muss ich wieder auf meinen Schifflein gehen. Gerade Freestyle gereimt. Auf der Ripperbahn, wie scheiße, das wird ja nichts. Ich hab's gewusst, der Zaun muss noch ein Stückchen zurück. Sag mal, haben die den Zaun versetzt oder sowas? Ah, in Hamburg ist alles ein bisschen enger. Nachts um halb 10, wer noch niemals in lausiger Nacht. So, ich muss mal Konzentration jetzt mal bitte. Albert, mal erzähl nicht so rum. Die fliegen direkt nach Bremen. Nein, die kommen mit dem Schiff. Die kommen mit dem Schiff. Na, darüber erzähl mir nichts. Hamburg ist eine schöne Stadt. Juppaidi, juppaida. Die auch viele Frauen hat. Juppaidi, heida, tadere. Yeah, in Hamburg ist satirisch was los. La, 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 la. Juppaidi, juppaida. In Hamburg mach ich Frauen klar. So, warte mal. Ich muss hier, komm, ich hier konzentrieren. Ja. Ey, was ist denn hier los? Es scheint irgendwie eine erschwerte Parksituation hier zu herrschen gerade. Ich muss ja mein Gehirn einschalten. Ich dachte, ich fahre hier einfach promäßig auf dem Hof und brauche mein Gehirn nicht einschalten. Man muss jetzt mein Gehirn einschalten. Warum muss ich jetzt in Hamburg mein Gehirn einschalten? In Hamburg, da denkst du mit deinem Lachs und nicht mit dem Kopf. La 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 la, Hamburg ist eine schöne Stadt. La 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 la, die nehmen mich alle mit. Wir bringen Lachs. Ey, das fällt mir gerade mal, jetzt fällt mir noch was auf. Wir bringen Lachs. Ja, ich bringe 11 Tonnen Lachs nach Hamburg. Warum brauchen die in Hamburg Lachs? Die haben doch da genug Lachs. Das ist eine Fischstadt, Mann. Das ist eine Stadt, da wird Lachs gekauft, nicht hingebracht. Das ist ja schon Cheaten. Das ist ja die Hamburger Cheaten. Ja, ich bringe 11 Tonnen Lachs nach Hamburg. Ich muss da eigentlich von da den Lachs wegnehmen und nicht hinbringen. Sag mal, die Cheaten. Oh, jetzt fängt an zu regnen. Jetzt habe ich falsche Lieder gesungen. Ich sing die richtigen Lieder, da zucken meine Glieder. Bada bada bam bam bada bum bum. Das wird ein schwieriges Parkding, la 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 la, bum 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 bum. Weil ich mich nicht konzentriere, da la 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 la, bum 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 bum. Ah, kriegen wir schon hin. Jetzt drehen wir mal am Lenkrad rum, da la 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 la, bum 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 bum. So, guck mal her. Na, läuft doch mal. Wir müssen noch mal vorziehen, glaube ich. Hups, da sind wir gegen geditscht. Na, da, ich höre den schon wieder. Ey, hier bist hinten dran, du Vogel. Wo hast du denn deinen LKW-Schein gemacht? Sag mal, auf dem Rummel oder was? Ja, dann bleib doch mal locker da hinten, Mensch. Scheiß mal hier so rum. Guck dir die auf Hamburger Frauen an, Mensch. Hör mal auf, herumzueiern, Mann. Ja. Sonst hau ich dir den Lachs ins Gesicht, sag ich dir. Ja, Mann. Aber nicht den Lachs, einen anderen Lachs. Pfui! Ich bin in Hamburg, Leute, da muss ich so reden, ja. Wir sind ja in Hamburg, da musst du, da lass hier kein, versteht ihr? Da musst du hier gleich sagen, wo es lang geht hier in Hamburg. Da darfst du dir ja gar nicht den Lachs von der Stulle nehmen lassen. Ja, sonst gibt's gleich Erwatscheln hier. So. Ja, sieht ein bisschen streng aus, aber kriegen wir hin. So. Also. Das ist doch eigentlich schon rumgerudert. Ja, wir sind auch in Hamburg, da wird gerudert. So. Na, es sieht nicht gut aus. Ich sehe, es ist zu weit links.
Aber ich lasse das Ding so. Bronos geht mal rein. Der nimmt mal gleich hier. Bronos nimmt mal gleich noch Silent Peaks mit. Und Lorenor, pass mal auf, ihr zieht euch mal Schuhe mit hohen Absätzen an. Strapse. Minirock ohne Slip und ein transparentes Oberteil. Und noch kleine Schleifchen am Hals. So, also Bronos, Lorenor und Silent Peaks. Marschiert mal ab und Frachtpapiere ab. Und lasst euch nicht bescheißen. Wir sind hier in Hamburg. Ja, lasst euch die Kohle richtig auszahlen. Derweil mache ich ja alles klar. So, dann mal los. Erstmal rausgehen und gucken, wie wir eingepackt haben. Ah! Das geht nicht, das kann ich nicht. Nee, da muss ich nochmal abziehen. Also das geht nicht. Guck mal, das ist ja eine Blamage hier. Das geht mal gar nicht, alter Schwede. Was ist mit dir los jetzt hier? Was ist denn los hier in Hamburg mit dem Parkplatz? Hier stimmt noch was nicht. Der Parkplatz ist kaputt. So, kann ja wohl nicht wahr sein. Steht das Ding wie bei Gimbels unterm Tisch hier. Was packst du da für eine Scheiße zusammen? Sag mal, bin ich besoffen oder Bronos? Bist du blöd jetzt einzupacken oder was ist denn hier los? So, jetzt haben wir auch gleich 150%. So ein bisschen schief muss die Kabine stehen, das sieht dann pro-mäßig aus. So, diesmal nach links geneigt. So, zeig mal jetzt hier. Ich glaube, ich spinne. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Naja, immer noch nicht 150%, aber wenigstens ist er drinnen jetzt. Naja, das sind aber mal 110%. Ey, der hinten, das Lämpchen schlägt schon auf den grünen Dings rauf. Wir sind gerade so bei 100%. Das ist voll peinlich, das ist das. Junge, Junge. Licht aus. Motor aus. Abgabe. Das ist meine. So schlecht habe ich schon lange nicht mehr eingeparkt. Mann. Ich muss wahrscheinlich an den Lachs in der Kabine liegen oder so. Der benebelt meine Sinne wahrscheinlich. So, Abgabe. Na, so. Guck mal, Drehrädchen läuft. Auflieger wird abgegeben. So, mal gucken, ob ihr gute Frachtpapiere abgegeben habt. Dann bam, baff, boff, tschakala. 9.406 Öken rausgehauen da. Ja, sieht nicht schlecht aus. Habt ihr gut gemacht. Ich bin zufrieden. Habt da gut gemacht. Wie spät haben wir es jetzt? 4:54 Uhr. Ja, wir liegen gut in der Zeit. Realzeit gerade, ja. Für die YouTube-Leute, das sind gerade 4:54 Uhr. Jetzt schnell ins Hotel, nackig machen und dann schlafen alle. Wenigstens nicht umziehen. Der Bremer Flughafen ist bekannt für seine internationalen Flüge und die Weltanbindung. Den Bremer Flughafen. So, lasst euch nicht anquatschen. Wir sind ja hier in Hamburg. Ja, ihr seid zwar komisch angezogen gerade. Lasst euch bitte vorne am Tor nicht anquatschen. Ich komme gleich. Ich muss noch vorsichtig den LKW abziehen hier. Lasst euch vorne nicht anquatschen. Vorsichtig abziehen. Wir wollen ja die Muffe nicht abreißen. Guck mal, schön, oder? Also wir müssen sehen, dass da irgendwie noch... Aber es ist ein Sauwetter, Mann. Wie soll man denn da ein Foto hinbekommen? Das ist kacke, Mann, mit dem Foto. Typisch Hamburger Wetter, oder? Fast wie in England hier. Bloß, dass hier schöner ist. Hier fahren die Leute richtig. In Hamburg fahren die Autos wenigstens richtig, ja? Vergleicht bloß nicht Hamburg mit England. Das ist fast schon eine Beleidigung. Nein, Mann. Hier fahren die Autos richtig. Ja, Mann, hier fahren sie wenigstens richtig Autos. Und hier sprechen sie auch richtig. In Hamburg. Hier wird auch richtig gesprochen, Mann. In England versteht doch keiner die Sprache. Dann. So, jetzt hier. Jetzt mal ein Foto machen. Also nichts gegen die Engländer, ja. Aber Hamburg ist halt schöner, muss man einfach mal so sagen. So, Foto, lächeln bitte. Gut, danke. Ein saumäßiges Foto, kann man sagen. Ein beschissenes, saumäßiges Wetterfoto. Aber wir haben wenigstens ein Foto. Wenigstens eins. Muss ja auch mal sein. So, jetzt holen wir erstmal die ab. Ich glaube, die sind, guck mal, die drei sind da vorne schon ein bisschen durchgeweicht. Dafür kann ich ja noch nicht. Ich muss ja auch mal ein Foto machen. So, Scheinwischer Stufe 1 bitte einstellen. So, guck mal, da stehen sie. Sehen ein bisschen durchgenässt aus. Und ihr seht irgendwie komisch aus. So, steigt mal ein. Hey, und macht mir nicht die Sitze nass. Und zieht euch mal wieder um. Sieht ja peinlich aus, Mensch. Zieht euch mal wieder um. Das sieht ja peinlich aus. So, Tür zu. Aber immer sagen muss. So, dann mal los. Wir haben uns gar nicht den Navi zum Hotel gesteckt. Frau braucht Navi zum Hotel.
Logisch. Wo ist das Hotel? Wo ist Hotel? Hotel Le Grande. Da hinten ist es. Warte mal. Uns fehlt ja noch ein Dings. Guck mal hier. Hier ist noch eine graue Stelle. Na, die werden wir doch mal mitnehmen. Dann werden wir noch einen eleganten Nachtschwenk hier machen. Einmal so lang, so lang. Guck mal hier. Und fahren wir noch schön an der Werkstatt vorbei. Wir fahren mal noch zur Werkstatt. So, wir fahren mal noch zur Werkstatt. Also, wir müssen erstmal nach 1. Los geht's. Da können welche von euch nochmal reinspringen wegen der Reparaturgeschichte und so. Fenster hoch, man, das zieht hier. So, gut. Ja, da, 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 jupp bei die, jupp bei da. Der Bauer, der ist missgestimmt, weil seine Ferkelschweine sind. Jupp bei die, jupp bei da, jupp bei die, jupp bei da. Jupp bei die und jupp bei da, na, 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 na. Jupp bei die und jupp bei da, na, 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 na. Der Bauer, der ist missgestimmt, weil seine Schweineferkel sind. Jupp bei die, jupp bei da, jupp bei die, jupp bei da. Na, oh, guck mal da, oh, da haben wir ein Bild. Ein Bild, guck mal, ein Frachtcontainerschiff. Jupp bei die, Alter, bum, bum, bum. Da, das nehmen wir mit. Also da, das Bild, das müssen wir mitnehmen. Warte mal, oh, guck mal hier. Episch. Da, dann steigen wir aus. Bleib mal drin, ich mach mal warm, denke ich. Sollten jetzt die Bullen kommen, dann sag mal Bescheid. Ich bin gerade kotzen, weil wir kommen gerade von der Fähre runter, ich bin am Kotzen. Ja, sollten jetzt die Polizei kommen, bleibt mal welche drin, ich muss mal ein Foto an der Reling machen. Ja, dann sagt er, ich bin mal kurz kotzen gegangen an der Reling, da, weil ich komme gerade vom Schiff. Ich bin seekrank noch. So, geh mal kurz mal raus hier. Juppaidi, juppaida, lalala. Oh, ah, merkt er, der Gang ist schwierig gerade, weil leichte Erscheinungen, kann man sagen. So, jetzt geht's langsam wieder. Ach. So, warte mal. Aber es sieht ja ziemlich geschmeidig aus. Warte mal, ich muss die Maus langsam machen. So. Achtung, nicht, dass wir noch überfahren werden hier. So betont, dass ich gerade beim Foto machen auch hier nicht. Bruder schreibt, Alter, ich bin so betont, dass ich gerade beim Foto auch gelächelt habe. Wie ein Video, Bruder ist wieder. Ah, ich glaube. Brunas ist auch schon so eine Marke, Junge. Brunas ist auch eine Marke für sich. So. Ah, Mann, ich könnte schon wieder den Slip durch die Luft schmeißen, Junge. Hör mir auf. Guck mal, das ist ein richtiges Hamburger Bild hier. Ja? Das ist ein richtig geiles Hamburger Bild, das kannst du sagen. Geiler geht's gar nicht mehr. Ein richtig geiles Hamburger Bild. Achtung. Lächeln. Lächeln. Warte, ich lache. So. Ist das nicht schön? Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Warte mal, ich guck mal kurz. Noch 4 Stunden bis Pause. Sieht gut aus. 2 Minuten noch. Wie viel Zeit haben wir für die Fracht? Der sagt gar nicht. Achso, war gerade. Nee, wo ist denn die Frachtdings? In 2 Minuten abgeben oder was jetzt? Oder was willst du jetzt von mir? Wo ist denn jetzt die Frachtzeugs? Wo ist denn die Frachtzeugs? Wo ist dein Deutsch? Hab ich vergessen. Wo ist denn jetzt? Noch 2 Minuten bis zur Abgabe oder was? Juppaidi, juppai. Noch 2 Minuten, echt? Ach Mensch, wir haben doch schon abgegeben, Cosi. Was redest du denn da? Cosi, wir haben doch schon abgegeben. Siehst du, Brunner steckt mich schon an mit seinem Sufte. Siehst du, und da fährt dieses Boot. Da dieses Rundum-Tourenboot. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren. Wenn Sie mal bitte links schauen wollen. Links haben wir einen wunderschönen Frachtcontainerschiff, was uns gleich mal beehren wird, diesen Hafen zu verlassen. Achtung, Achtung, meine lieben Damen und Herren. Schauen Sie mal bitte links. Ein wunderschönes Frachtcontainerschiff, was öfters hier mal einkehrt, um praktisch Container aufzunehmen. Und wenn Sie mal bitte rechts schauen wollen, meine Damen und Herren, schauen Sie mal bitte rechts. Da haben wir ebenfalls ein Frachtcontainerschiff. Dieses Schiff wird von hier aus direkt nonstop nach Asien fahren. Asien, meine Damen und Herren, Asien. Und das linke Schiff fährt natürlich allgegenwärtig immer wieder
immer die gleiche Route, genau, nach Casablanca, über Kalkutta, über New York, nach Schweden, wieder zurück. Und zu uns. Ja, das, meine Damen und Herren, lassen Sie mal Ihren Blick schweifen und genießen Sie einfach mal die Aussicht. Und bitte spannen Sie Ihren Regenschirm auf, Sie sehen alle etwas nass aus. Siehst du mal, so einfach ist es. Und, was schön, dass ich gerade im Warmen sitze. Nein, es ist doch ein schönes Hamburger Wetter, Mensch. Der Hamburger liebt so ein Wetter. Da geht er richtig auf. Der Hamburger liebt so ein Wetter. Da schwemmt er so richtig für auf, sage ich euch. So, lächeln nochmal. Brunners Lächeln, bitte. Brunners Lächeln. Gut. So. Ja, läuft doch. Es läuft, Leute. Man kann ja nicht lieber noch ein Foto. Man kann nie wissen. Hier ein wunderschöner Hamburger Sommertag. Ich weiß nicht so. So, oh, wir müssen zurück. Nee, wir müssen gar nichts, Alter. Ich habe die Fracht abgegeben, Digga, Mann. Wir können mal einen auf locker hier machen, ne? Ja, Mann, wir können einfach mal den Hafen genießen. Wir können hier warten, bis die Schiffe abfahren. Ja, Mann. Kann aber ein bisschen dauern. Du kannst auch trotzdem mal ein bisschen umgucken hier. Hab ja Regenschirm, habe ich mit. Ich bin ja vorbereitet, logisch. Na, ist doch romantisch hier, oder? Hier ist schön, sag mal ehrlich. Und so ruhig war nicht, eine ruhige Kreuzung hier, so eine ruhige Kreuzung, oder? Schön, oder? Schön ruhig hier. Sowas lieben wir ja bei Hypnos World. Ja, diese Momente der Ruhe, ja. Wenn du einfach nur so dastehst und denkst, ach, das ist ETS. Ja, das ist ETS in seiner perfektesten und schönsten Form. Ja, diese Momente der Ruhe, wenn du deine Fracht abgegeben hast, du weißt, du hast geschafft, du kannst ins Hotel fahren oder in die Werkstatt, bisschen schrauben, bisschen Tuning machen, hast deine Kohle in der Tasche, die Bräute warten auf dich oder die Typen, je nachdem, ob du eine Trucker-Braut bist oder halt ein Trucker. Ja, stehst hier schön am Spalier hier, kannst schön einfach mal den Blick schweifen lassen. Das ist ETS, Leute. Das ist nämlich das Problem, ja. Wenn du nämlich so ein Trucker bist, du jagst von A nach B über C, über A, zurück nach D, über XY, bist du dann wieder irgendwann zu Hause und hast selten, ja, als Trucker, hast du selten Zeit, dich mal irgendwo hinzustellen und einfach mal die Umgebung zu genießen, ja. Und als Trucker musst du dir dann so ein bisschen die Zeit immer rausfahren. Ja, du fährst dir deine Zeit raus, damit du dich dann auch irgendwo mal hinstellen kannst und einfach mal deine Gedanken schweifen lassen kannst. Einfach mal den Blick genießen. Das hast du als LKW-Fahrer so selten. Deswegen musst du mal jagen, um diese Zeit zu haben für diese Momente. Ja. Ja. So ist es. Einfach mal den Blick schweifen lassen. Vor allem hier in Hamburg. Ja. Dann holst du gemütlich deine Thermoskanne raus, gießt dir was in deinen Tässchen ein und dann, ja, trinkst du mal erstmal einen gemütlichen Kaffee. Und dann weißt du genau, dann schraubst du deine Thermoskanne wieder zu und alles. Isst noch schön dein Butterbrot, dein leckeres Butterbrötchen. Butterbrot ist besser, hält sich länger. Und denkst so, Mensch, ist das geil. Ich stehe in Hamburg, schön am Wasser, kann den Containerschiffen zuschauen, wie sie alles so verladen. Hier die Kräne bewegen sich. Die Möwen ziehen ihre Runden. Nicht Möwen, ja. Nicht ein S jetzt irgendwo dazwischen machen, sondern Möwen. Ja, nicht kein jetzt S irgendwo dazwischen machen, ja. Möwen. Ja, nicht, ihr wisst schon, Möwen, ja. Die anderen Möwen, die sind woanders, die fliegen woanders ihre Runden. Mhm. Du wirst sicherlich, genau, Brunner sagt, Natalu soll mal die Stadt besuchen. Genau, dann mal los. Lass nochmal zum LKW, wir schauen mal, ob wir noch was Schönes sehen können. Achtung, guck mal, schöne Plane. So ein bisschen, wie sagt man, so ein bisschen verwischt, also so ein bisschen,
Ja, so eine bewegte Plane halt, also nicht so allglatt oder sowas, sondern so eine schöne Schmuddelplane so. Aufpassen, dass wir jetzt rüberkommen hier. Nicht, dass wir noch überfahren werden hier. Was ist denn los? Ein bisschen schneller laufen. Jetzt bin ich aber ein bisschen feucht geworden, muss ich mal sagen. Nicht wegen den Regen. Nicht wegen dem Regen. So, komm mal los. Und niemand hinter uns, der hupt. Ist ja richtig geil. Guck mal, niemand, der hupt. Das ist Hamburg. Hier kannst du mal einfach mal getrost unter dir machen. Ja. Ja. Hier in Hamburg geht man die Dinge einfach mal ein bisschen lockerer an. Ja. Da wird nicht so ein Stress gemacht. Ja, das. In Hamburg kannst du schön, trinkst in Ruhe dein Bierchen. Ja. Hier ist die Welt in Ordnung. Ja, in Bremen zum Beispiel, da jaulen sie dir die Ohren voll. Da holen die, da fangen die alle an zu singen da und jaulen da rum, da hast du deine Ruhe nicht. Hier kannst du schön genießen alles. Aber nichts gegen Bremen, ja, da wird ordentlich, da wird ja gevögelt. Also da sind ja die Bremer Stadtmusikanten und da ist natürlich auch geil. Logisch, Bremen ist natürlich auch geil. Denkt dann, wir haben Zeit, Leute. Eigentlich haben wir keine Zeit, wir müssen eigentlich alle ins Bett gehen. Aber wir nehmen uns heute mal die Zeit. Aber wir müssen hier rein. Schöne Gegend, oder? Guck mal da, die Frau da. Habt ihr gesehen? Die hat da weiß angehabt. Die hat einen weißen Rock und ein weißes Oberteil. Du konntest alles sehen. Mann, Mann, Mann. Hatte die einen. Die hat aber auch. Meine Fresse, sage ich euch. Zum Anbeißen. Zum Anbeißen. Ja, jetzt, ach so, jetzt fahren wir erstmal die Grauzone. Entgrauen wir sozusagen die Grauzone und jetzt geht's wieder weiter. Guck mal, hier ist nochmal ein schöner extra, nochmal ein extra Kanal hier. Canale Grande. Soll nicht Bremen eine sehr ruhige Stadt sein, Cosi? Bremen? Nein, die vögeln doch da alle. Wie soll die da ruhig sein? Aber positiv traumatisiert, versprochen. So, Natalie. Rona sagt, Natalie wird dann positiv traumatisiert sein. Hey, nun rast mal nicht so in der Stadt. Bist du denn bescheuert, wenn das die Polizei sieht? Die Hamburger Polizei, die kennt da nämlich keinen Spaß. Du Pfeifenfahrer, du. Was war denn das da gerade? Warte mal, ich muss mal kurz rumschwenken. Das Huschen und Wedeln wieder. Was ist das da? Ich dachte, ich habe was gesehen. Mann, was ist das hier? Nee, ein Stückchen weiter. Ah, da. Es regnet, die Erde wird nass. Na, 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 na. Sämtliche Geräte. Na, 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 na. Kein Hulper gemacht. Kein Hulper. Na, werdet ihr schon schön müde? Ich hoffe, ihr könnt jetzt alle schön schlafen gehen gleich. Sandmann, lieber Sandmann, wann kommst du geschneit? Wann bringst du unseren Koks? Wir haben alle keinen mehr, lieber Sandmann. So. Sandmann, lieber Sandmann, bring uns den Koks. Wir haben gar nichts mehr. Unsere Tische sind alle. So, hier, Bronas, geht mal rein mit Natalu, damit er da nicht so rumsabbert da drinnen. Weil hier gibt's nämlich, hier sind nämlich Mechanikerfrauen. Ja? Und damit Bronas da nicht so rumsabbert und sich benimmt, wird Natalu mal mit reingehen als Kontrolle. So, geht mal schön rein und gebt euch ein bisschen Mühe, ja. Nicht, dass hier, dass ich hier wieder so viel zahlen muss. Dann bin ich wieder ein bisschen stinkig, naja. Ja, dann kann passieren, dass ich Natalu den Lachs, den wir noch übrig haben, mit aufs Zimmer packe. Dann kann sie nämlich mit dem Lachs schlafen gehen. Dann stinkt die ganze Hotelzimmer voller Lachs bei ihr dann. Und bei Bronas auch. Bloß der ist es gewöhnt, da muss ich mir was anderes ausdenken. Bronas kann ich mit Lachs nicht ärgern, der ist diesen Fischgestank gewöhnt. Bronas muss ich was anderes aufs Zimmer packen dann. Was packe ich denn den aufs Zimmer? Ich muss Bronas auch was aufs Zimmer packen dann. Motor aus erstmal. Na, 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 na.
Bei mir nicht. So, mal gucken. Schauen wir mal. Also, Natalu und Bronos, gehen wir rein. Und schauen wir mal, ob ihr gut gearbeitet habt. Ihr wisst ja, über 100 ist schlecht. Ja. Unter 100 ist gut. Unter 65 ist sogar sehr gut. Schauen wir mal. Spannende Musik wieder. Tada. Oh, ich halte dich im Kopf nicht aus. Oh, Natalu. Oh, ich halte dich aus. Oh, ich habe Schmerzen. 700, was? Mal gucken. 705 Euro. Mann, 705 Euro. Ich glaube, ich bin blind. Ich werde blind. Ich werde blind. Oh, oh. Du kriegst die ganzen restlichen von den 20 Kilo, kriegst den ganzen Lachs auf dem Zimmer. Du kriegst den ganzen Lachs auf dem Zimmer, sag ich dir. So, Bruder, ist keine Ahnung. Den muss ich mir noch was überlegen. Das hat geschmerzt. 705 Euro aus der Tasche geleiert. Junge, Junge, was ist denn los? Das wahrscheinlich war Bruder, ist angesoffen worden. Junge, Junge, Junge. Das war jetzt aber ein teures Vergnügen, Junge. Sag mal, wart ihr noch auf der Reeperbahn gewesen oder was? Sag mal, kann ja wohl nicht wahr sein. 705 Euro bezahlt. Sag mal, habt ihr hier Reeperbahnpreise bezahlt oder was? Steigt bloß wieder ein und sagt nichts. Steigt ein, sagt nichts und sei bloß ruhig da. Sagt nichts. Sagt am besten nichts. Da, da, da. Zimmer und ich zerhacke sie dir Stücke und zwinge die ins Essen. Ja, Natalu, ich denke mal, du wirst eine schöne Fischnacht haben. Da, da, da. Natalu wird eine schöne Fischnacht haben. So, wie kann man denn einen Hamburger ärgern? Ja, Käse. Wir packen mal den Hamburger. Den Hamburger packen wir mal alten Käse in sein Zimmer. Wir werden den Hamburger mal alten Käse in sein Zimmer packen. Ja. Da, 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 da. Als Strafe. Nee, Quatsch. Der kann im. Du kannst im. Nee, Bronas schläft im LKW. So sieht das aus. Natalu kriegt Lachs auf die Bude. Und Bronas kann im LKW pennen. Und außerdem kann der dann mal den LKW von drinnen saugen und die Scheiben putzen, die Spiegel putzen und draußen dann auch später putzen. Ja, genau. Zur Strafe. Bronas wird den LKW putzen und die Kabine sauber machen. Ist ja klar. Also bei 700 Glocken hört der Spaß auf. Das ist ja schon ein Strafvergehen. Ist ja schon fast ein Strafvergehen an der Geldbörse. Die Strafe muss sein. Natalu kann ja wenigstens noch mit dem Fisch auf dem Zimmer schlafen. Bronas wird in der Kabine schlafen müssen. Der kriegt gar kein Zimmer. Ja, ich meine, Strafe muss sein. Wo kommen wir denn da hin? Da, da, da. Daddy du di daddy di du. Ah, oh, die Hämorrhoiden wieder. So, sind wir drüber. So, alle anderen können schon mal aussteigen. Natalu und Bronas bleiben drin. Ihr könnt vom Platz aus zum Hotelzimmer laufen. So, die anderen steigen schon mal aus. Natalu und Bronas bleiben noch drin. Naja, muss man mal durchgreifen hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, die beiden können dann vom Parkplatz aus laufen. Bei dem Regen. Noch eine kleine extra Zusatzstrafe. Das steht da, am Volvo steht da, was haben wir da noch? Alle in Rot wieder. Warte mal, ist hier irgendwie so eine rote Vereinigung oder sowas? Ist hier irgendwie so ein Treffen der Roten? Ist ja SPD-Parteitag oder was? Was sind wir dann? Die Grünen? Ach du Scheiße, Mann. Da müssen wir mal wieder Steine schmeißen. Wir sind die Umweltfreaks, also. Also wir tun so. Wir sind ja nicht wirklich. Die Grünen sind ja nicht wirklich mehr für Umwelt, oder? Das waren sie früher mal, wo sie noch mit dem Fahrrad. Wo sie noch Fahrrad gefahren sind alle und wo sie noch mit dem Blumentopf zum Bundestag marschiert sind. Da waren sie noch für Umwelt, ne? Sind die heute eigentlich auch noch für Umwelt? Da, 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 da. Also wo der Oskar Fischer noch Steine geworfen hat. Ich glaube, jetzt schmeißt er nur noch Geldscheine um sich. Und fährt mit seinem Mercedes. Ich glaube, der fährt kein Fahrrad mehr. Da, 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 da. Warte mal, ich muss mal. Warte mal. So, oder? Rote Flora vielleicht? Was? LKWs oder? Der roten Flora vielleicht. Der Hacke mal. Genau. Nein, Natalu. Da. Die binde ich dir noch um Hals, den Fisch, sag ich dir. Ich binde dir noch den Lachs um Hals, sag ich dir. Sei zufrieden, ja. Wir stellen den Lachs genau am Bett hin. Damit Natalu auch ihren Spaß mit dem Lachs hat. So, Motor aus. Oh ne, wir schauen erstmal. Haben wir gut eingepackt? Ja, sieht auf jeden Fall gerade aus, aber ist nicht perfekt. Wir wollen nochmal ein Stück vorroppen. Wir wollen ihn perfekt auf beiden Seiten haben. Aber auf jeden Fall richtig eingepackt. Ja, 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 ja.
Du weißt nicht, wie gut ich dir bin. Du liegst mir am Herzen, du liegst mir im Sinn. Du bereitest mir Schmerzen, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Das ist übrigens aus dem Film, dieses Lied. Wie heißt dieser Film? Wer weiß es? Das ist ein echter Insider-Film. Richtig geil, der Film. Der ist richtig geil. So, warte mal. Motor aus? Nee, erstmal Licht aus. Licht aus, Motor aus. Das war's. So, die Jungs können dann schön abmarschieren auf die Reeperbahn und wir gehen dann erstmal ins Hotel, machen die Zimmer klar. Natalu kriegt ihr Fischzimmer. Und Bronas bleibt beim LKW, muss erstmal den LKW putzen alles. Denkt dann erstmal die Scheiben putzen, die Spiegel putzen, die Lichter nochmal nachputzen und drinne Kabine aussaugen alles. Aussaugen. Hast du zu tun, Junge. Und schlafen kannst du auch noch in der Kabine. Das machst du aber, nachdem du geschlafen hast. Nicht erst schlafen und dann sauber. Nee. Erst schlafen, dann sauber machen. So. Haben wir wieder Befehle erteilt und können wir rausgehen. Wir haben einen Polizeiwagen gesehen. Nur einen einzigen Polizeiwagen. Komisch, oder? Wir haben einen einzigen Polizeiwagen gesehen. Oder ich habe die anderen nicht wahrgenommen. Keine Ahnung. So, schalten wir das mal in den sogenannten anderen Modus. Mann, das brummt immer beim Reden. Das regt mich vor. So, für die YouTube-Leute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind jetzt wieder in Hamburg. Ja, unsere Stadt, wo wir ordentlich, ihr wisst ja schon so. Und Natalu ist erstmal bestraft. Die muss jetzt auch im Hotelzimmer schlafen mit Aal. Geräucherten. Und Bronos hat auch eine Aufgabe bekommen, weil die haben gerade echt tierisch verkackt. Ja, tierisch verkackt bei der Reparatur, bei der Werkstatt. Ja. Und unglaublich, unglaublich. So, und weiter ein schönes Wochenende gewünscht. Ja, schönes Wochenende gewünscht, ihr wisst ja. Jetzt mal schnell die Aufnahme beenden, ja. Jetzt mal ein bisschen Gas hier geben. So,